Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Banished, hier im kleinen, beschaulichen Playtopia, was gar nicht mehr so klein ist, denn wir haben schon über, 50 Leute zusammengekriegt wieder. Ja, die Bevölkerungszahl steigt wieder und das freut uns natürlich sehr. Sind wir stehen geblieben, hatten noch einige Sachen offen, wie zum Beispiel die eine Person hier, die wir noch irgendwo zuteilen konnten und. Es geht auf jeden Fall wieder bergauf, das freut mich sehr. Und das ist auch gut so. So, hier wird schon fleißig Zeug zusammengesammelt. Genug Eisenhammer, genug Stein haben wir nicht. Ich will jetzt nicht noch mehr Leute in Steinbruch stecken. Nachher sterben die da in irgendwelchen runterfallenden Steinchen oder so. Das wäre doof. Das sollte man unterlassen. Wo steckt man die Leute sonst hin? Fischer haben wir eigentlich auch genug. Wie sieht es denn eigentlich mit unserer Nahrung aus? Da sind wir bei 8000. Die steigt eigentlich immer noch, oder? Ich würde nicht zu viel in Nahrung stecken wollen, aber was ich jetzt erstmal mache, ich werde ihn hier als Fischer einsetzen. Trotz alledem. Ganz einfach, weil diese Fischerhütte einerseits gut liegt, nicht so weit weg von dem Lagerhaus. Gut, die hier wäre noch ein bisschen näher dran. Wäre also vielleicht sogar effektiver. Dann machen wir das doch so rum. Ist zwar weiter weg, aber da wird ja ein Haus gebaut, daher. Dann arbeiten hier zwei Fischer und hier einer. Das geht schon klar. Dann können die hier immer was reinschmeißen ins Lagerhaus. Ja. Obwohl, da ist eigentlich genug Fisch drin. Könnten wir vielleicht noch ein bisschen Fisch einlagern? Haben wir nicht schon Fisch eingelagert? Ja, haben wir schon. Aber wir können ja noch ein bisschen mehr einlagern. Jetzt, wo Nachschub auf jeden Fall kommt. So 500 mehr, das passt schon. Dann hat das Lagerhaus hier, oder beziehungsweise unser Trading Post, hat dann auch so etwa die Hälfte voll. Da ist noch sehr viel Potenzial zum Einlagern da. Das freut mich sehr. Reserve of Stone is low. Ja, das kann natürlich passieren, aber das ist nicht schlimm, denn hier wird schon fleißig gebaut. Sehr schön. Hat vollkommen gereicht, wir hatten genug Ressourcen da. Und es wurden auch genug nachgeliefert. Juhu. Gibt es bald ein neues Häuschen, dann hoffentlich auch bald wieder neue Kinders und alles in allem läuft das eigentlich recht super, muss ich sagen. Ich bin auch etwas überrascht, dass es schon wieder anfängt zu regnen. Oh, es regnet wieder. Yay. Toll. Regen im Playtopia. Ist was ganz Neues. Komm schon. Dann bauen wir vielleicht hier runterwärts. Halte ich für eine ganz lustige Idee. Oder ich fände die Idee nicht schlecht, wenn wir da uns das Häuschen runterwärts bauen. So. Und da wohnen direkt zwei. Und guck mal, wer da eingezogen ist. Die Sammy. Die Tochter von Messi. Und hier, nee, hier war, hier hat die Messi-Familie gewohnt, genau. Sammy, das war die jüngste Tochter aus dem Hause Messi, aus dem Hause Tonne, aus dem Hause Elber. die wir hier die ganze Zeit beobachtet haben. Und Sammy hat sich mit Lashad zusammengetan. Lashad? Ja doch. Lashad. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das sind so Namen, die ich noch nie gehört habe, die aber sehr interessant klingen. Weil für alle, die jetzt hier immer gerne Sims-Spiele spielen, also hier zum Beispiel halt wirklich so Sims, und dann immer nach Namen suchen, hier Banished bietet hier eine weite Variationen an verschiedensten Namen, die alle eigentlich gar nicht mehr so schlecht sind, aber die man nicht so alltäglich hört. Also, ich habe hier noch keinen Klaus oder keinen Peter gesehen oder sowas. Also, so Standardnamen halt. Das sind schon sehr interessante Namen, die hier. Salvatore. Weil wer ist Salvatore? Den höre ich jetzt gerade zum ersten Mal. Den suchen wir mal kurz. Würde mich nämlich mal interessieren, ob das Männchen oder Weibchen ist. Salvatore. Nein, hier nicht. Vielleicht hier hinten? Nein. Nö. Vielleicht hier in einem, so ein Häuschen weiter außerhalb? Nein. Ah, da hier. Salvatore ist auf jeden Fall ein Junge. Und da kommt ein Händler. Hallo Händler. Ja, Salvatore. Ja,
Das ist ein cooler Name. El Salvador. Ich weiß nicht, ich mag das einfach aussprechen. Ich habe da Spaß dran. Lasst mich. Sehr gut. So. Der Händler kommt auf jeden Fall und es fängt schon wieder an zu regnen. Hui! Haben wir jetzt schon mehr Leute? Nein. Mehr sind es nicht geworden, aber es sind ja auch noch ein paar Häuser, die Potenzial bieten zum mehr Kinder kriegen. Wir erhöhen mal noch. Obwohl, jetzt kommt ja der Händler vorbei. Wir gucken erstmal, was der Händler so dabei hat, bevor wir hier die Feuerholzzahlen erhöhen. Nachher ist es so, dass der Händler irgendwas Tolles dabei hat, was wir für Feuerholz eintauschen können. Dann lagern wir mehr Feuerholz ein. Am Endeffekt gehen wir mehr aus und dann müssen wir viel mehr wieder einlagern, als wir haben. Und dann sind wir auf Null und dann gibt es wieder Stress und dann frieren die Leute und bla 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 bla. Das muss ja nicht sein. So, daher gucken wir erstmal, was der Händler Schönes dabei hat. Komm, leg an, weil ich sonst traurig werde an meinem Trading Post. Sehr schön. Was hast du dabei? Weed Seeds. Na, das ist doch was Feines. Dann nehmen wir doch einen mit. Also, er hat sowieso nur einen dabei. Und ja, wie viel brauchen wir? 3000. Oh, weia. Was sind das dann? 750 oder was? Da kommen wir genau auf die 3000. Wir brauchen aber mehr. Okay, dann sind das, glaube ich, 782 waren das immer. Genau, dann zahlen wir nämlich 3 Units drüber. Aber wenn wir jetzt eine weniger nehmen würden, dann würden wir eins zu wenig zahlen. Und das geht wieder nicht. Das machen die Händler dann wieder nicht mit. Und oder? Warte mal, wir machen es mal anders. Wir machen mal 50. Dann gucken wir mal hier. Dann können wir das vielleicht ausgleichen mit einer. Dann sind wir bei... Dann gucken wir mal, dass wir hier auf, was wie ich, 775. Dann fehlen noch 20. Also sind das dann... Also genau 80 oder was? Moment. Stimmt das jetzt? Ja, da sind wir 10 drüber. Moment. Wir nähern uns einfach an. Ich probiere jetzt einfach quer. So. 27? Ja gut, nur 2 Units drüber. Egal, machen wir jetzt einfach mal. Bevor wir noch länger rumdaddeln. Ich habe jetzt auch gerade nicht den Nerv, um das auszurechnen. Das war jetzt reines Trial and Error. Eine Jacke können wir ja noch einlagern. Die kosten, also, 15 Wert haben die. Das ist eigentlich recht super. Also, So, dann nehmen wir die Weed Seeds aus der Bestellung wieder raus, weil die haben wir ja jetzt schon. So viel fehlt uns nicht mehr, aber doch noch einiges. Moment, Händler, du bist ja jetzt fertig, ne? Du hast ja nichts weiter dabei? Nö, dann kannst du dich wieder hinfort. So, Firewood, oh Gott. Das müssen wir jetzt natürlich reduzieren. Auf 2500 oder gehen wir mal auf 600. Weil Winter kommt, jawohl, der Winter kommt. Wir gehen auf 2500 runter. So. Dann haben wir wenigstens, jetzt können wir auch sehen, wir haben jetzt mehr eingelagert hier. Mehr als 500, ob der Rest wieder rausgeht ins Lager. Das würde mich mal interessieren. Tatsache tut er. Und er müsste dann hier auftauchen. Ja, wunderbar. Weil jetzt der Winter kommt, da sollte man schon ein bisschen mehr Feuerholz auf Tasche haben. Meine Meinung. Man kann sich's ja leisten. So. Ja, hier. Und wieder natürlich die Elber-Linie. Die gesamte, die zeigt uns hier. Ja, auch auf dieser Seite des Flusses kann man siedeln. Wieder Vorreiter in der Gesellschaft. Das finde ich sehr schön. Sehr schön ist das. Und wurde tatsächlich noch ein paar Kinder geboren. Yay. Guck mal, sind wir schon bei 52 Mitgliedern der Gesellschaft. Oh. So viele Mitglieder der Gesellschaft, das freut mich. Auch mit dem Essen sieht es sehr gut aus, also da sind wir mehr als gut genug versorgt. Ich würde ja am liebsten noch ein Haus bauen. Ich sehe bloß das Problem, wir haben nicht genug Steine. Da wird das dann erstmal nichts mit dem Haus bauen. Doof, aber ist so. Müssen wir mit klarkommen. Werden wir aber auch irgendwie geregelt kriegen. So, hier. Können wir uns hier oben reinsetzen und auf alles runter gucken, alles beobachten, wie schön doch alles ist in der beschaulichen kleinen Welt von Playtopia. Jo.
Schöne Musik im Winter. Yay. Müssen wir jetzt echt gucken, dass wir hier mit den Ressourcen klarkommen. Wie sieht's aus? Feuerholz haben wir noch genug. Ja, Feuerholz haben wir noch 200. Hm, das sieht gut aus. So, happy sind sie, gesund sind sie alle. Das ist richtig klasse. Also, besser hätte man sich's doch fast gar nicht erträumen können. Was können wir noch bauen? Irgendwas Cooles vielleicht. Aber das kostet alles so viel. So eine Stadthalle bräuchten wir auch noch irgendwann. 124 Steine brauchen wir dafür. Oh weia. Und die nimmt Jan ganz, ganz schön Platz weg. Ich würde die aber auch gerne irgendwo hinbauen, wo sie einen coolen Platz irgendwie hat. Also sowas Erhabenes irgendwie. Da passt sie nicht hin, da ist sie zu fett für. Vielleicht hier unten so. So zum Fluss hin und dann Brücken, dass wir hier den Fluss runterbauen. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir das hin. Das wäre ja cool. Cool wäre das. Aber das ist so eine Frage hier, vor allen Dingen mit dem mit diesem blöden Berg, der hier sich so lang zieht. Da kommen wir zum Beispiel gar nicht mehr um die Ecke drumrum, weil doch, kommen wir noch. Uff, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Leicht wird's auf jeden Fall nicht. Mal schauen. Jetzt ist erstmal Winter, alles ist super hell. Das stört mich gerade voll, weil es auch gerade ziemlich dunkel ist, wo ich aufnehme. So spät am Abend. Ja, da kommt das Weiß richtig schön zur Geltung. Ja. Naja, mal gucken. So, ein weiteres Kind wurde geboren natürlich. Und zwar der Maurel wurde... Ist das etwa der Maurel? Der Maurel ist tatsächlich ein Sohn von Sammy. Das ist jetzt schon die... Oh Gott, das ist ja... Also, Elder war quasi die erste Generation. Dann kam der Donne, die zweite. Dann Messi, die dritte Generation. Dann sind wir jetzt bei Sammy quasi in der vierten Generation. Und der Maurel wäre dann die fünfte. Die schon fünfte Generation der Elber-Ahnenlinie. Interessant. Interessant. Noch ein Kind geboren? Jo, macht mal. Oh, der Händel ist Fischer. No. Braille, hier wohnen auch viele noch alleine. Komischerweise. Warum eigentlich? Ja, hier werden bestimmt auch bald wieder ein paar das Zeitliche segnen. Das finde ich jetzt nicht so toll, aber in der Hoffnung... Ach ja. Ach, auch aus der Elber-Ahnen-Reihe. Wahnsinn, wie viele eigentlich. Aber das ist okay, das finde ich vollkommen okay. Ja. Finde ich cool. Macht weiter so. Der Earl, der gute Earl. Ich bin ein Hühnchen. Ich mach Krach. Ich mach mal hier ein bisschen schneller, damit der Winter ein bisschen vorbeigeht. Können wir auch mal die Zahlen beobachten. Sieht aber eigentlich ganz gut aus. Wenn ich hier mich mal so umgucke, so vom Gesamtbild. Läuft das. So, jetzt können wir auch unsere Augen wieder entspannen, stelle ich gerade fest. Ich weiß nicht, gar nicht, ob das auf YouTube so hell ist. Also hier kam es mir gerade sehr hell vor, der Winter. Ich weiß es nicht. Habe ich vielleicht meinen Bildschirm falsch eingestellt? Nö, das passt schon. Aber immer noch keine Arbeiter mehr, ne? Die Schule ist voll mit neuen Kindern, aber keine Arbeiter dazu bekommen. Steine haben wir wieder ein bisschen dazu gekriegt, aber nur geringfügig. Da müssen wir echt ein bisschen mehr sammeln. Die Lagerhäuser füllen sich auch stetig. Oh, weia. Muss ich jetzt erstmal gucken, wenn ich die Straße hier runterziehe. Bis zu welchem Grad kann ich denn das machen? Weil ich würde ja dann vielleicht doch noch den einen oder anderen Fischer hier hinsetzen wollen. Auf diese Höhe. Gut. Genau daneben würde zwar irgendwo cool aussehen, aber hier geht's nämlich nicht. Die müssten dann nämlich so ein nach innen versetzt sein. Hier unten würde es wieder gehen.
Mache ich erstmal die mittlere Straße. Weil ich weiß, dass die auf jeden Fall klar geht. Ja, bis hier. Aber weiter geht es dann auch nicht. Dann bauen wir sie erstmal bis dahin. Um dann zu gucken, wie es weitergeht. So einfach ist das hier gar nicht mit dem Bauen. Nee, nee, nee. Das ist nicht einfach. Oh, wir haben. Jetzt haben wir aber Arbeiter dazu bekommen. Juhu, Arbeiter. Und, wieder die alte Frage. Wo setzen wir sie ein? Wirklich brauchen, tun wir sie ja nicht in der Nahrungsbeschaffung, weil, ich meine, sind immer noch bei 8000. Und jetzt nach dem Winter, jetzt ist schon Early Spring, jetzt wird schon langsam aufs Feld gegangen und da gebastelt und gemacht. Wir haben die Hühnchen, wir haben Fischer, wir haben die Pfirsichbäume, wir haben so viel eigentlich. Wir brauchen da nicht noch mehr. Außer wir legen vielleicht noch ein Feld irgendwo anders an, wo wir jetzt die Weed-Samen, also sprich den Weizen anbauen, den wir ja jetzt gekriegt haben. Das wäre eine Maßnahme. Können wir vielleicht hier sogar einen abziehen und zwei Leute hier beschäftigen und zwei auf dem anderen Feld. Weil zwei Leute schaffen das Feld ja abzuernten. Das haben wir ja gerade auch in Krisenzeiten herausgefunden. So, natürlich schneit es wieder. Warum auch nicht? Weil Schnee was Cooles ist. Brauchen wir hier eigentlich Stein für? Ja, wir brauchen Stein für Brücken. Mist. Ansonsten hätte ich nämlich schon gesagt, dass wir hier schon mal die Brücke rüberbauen. 12 Steine. Ach, 12 Steine geht eigentlich voll klar. Dann bauen wir die Brücke. Gib ihn. So, dann haben wir auch hier gleich den, Moment, wo ist da? Den Straßenfortlauf. Oh, das passt ja perfekt. Genau in der Ecke. Super. Können wir da vielleicht noch irgendwas hinsetzen oder hier oder da oder wo auch immer. Das kriegen wir alles hin. Und das passt super. Also muss ich sagen, bin ich sehr begeistert, dass die Brücke hier geradezu super läuft. Jetzt ist die Frage, passt da noch irgendwas Fischermäßiges hin? So, das drehen wir mal. Nö. Nö. Das würde so ganz und gar nicht passen. Ja, passt auch nicht mehr. Nö, hier passt nichts fischertechnisch hin. Vielleicht andersrum. Ich will jetzt nicht direkt einen Fischer bauen. Ich will bloß gucken, ob es geht, den da hinzusetzen mit. Ja, dann wird man hier genau dasselbe Spielchen machen wie da. Dazu will ich aber erstmal sehen, dass die Brücke fertig wird. Bevor ich hier was hinsetze, wie das am besten aussieht. Es soll ja natürlich auch dem Auge munden. Es soll hübsch aussehen. Das ist auch noch so eine kleine Sache. Es soll nicht nur sinnvoll sein, es soll auch noch hübsch aussehen. Denn wer mag schon eine Stadt, die nicht hübsch aussieht? Nö, es soll schon hübsch aussehen, die Stadt. So kleinere Sachen, wie jetzt hier zum Beispiel das mit dem Försterhaus, finde ich auch sehr cool. Den Innenhof, den Lagerhof von diesem ganzen Komplex, wo dann jeder direkt zugreifen kann. Das ist sowohl praktisch als auch hübschig. Nee, das finde ich toll. Das kann so ruhig bleiben. Auch hier hinten das mit dieser Steinbruchzeile. Gut, das Jagdhäuschen, das ist nochmal wie so ein, ja, keine Ahnung, wie so ein Ausguck auf den Steinbruch. Wer denn den Blick mag, bitte. Und hier hinten hätte ich auch gerne irgendwann noch einen Förster. Einen, der dann quasi um den Steinbruch alles abdeckt und da noch mit Holz, nicht mit Holz um sich schmeißt, sondern natürlich die Bäume pflanzt, dass der ganze Steinbruch auch so ein bisschen unter hohen Bäumen versteckt ist. So hier, so nach dem Motto, hier sieht man nicht dieses hässliche Loch, was da so mitten in der Landschaft ragt. Das muss ja nicht sein. Was machen wir hier? Bäume fällen. Achso, okay. Nee, dann ist ja okay. Wenn das euer Ding ist, macht das mal. Dann bauen wir hier nämlich noch eine kleine Brücke hin. Schön. Können die dann immer hin und her laufen, über die Brücken Dinge tun. Dann würde ich vielleicht echt dann gucken, dass wir vielleicht dann hier irgendwo das Ratshaus hinsetzen. Das wäre schon cool. Hätte Style. Will ich mal meinen. Naja, jetzt gucken wir erstmal, dass die Brücke hier fertig wird. Wo schon fleißig gearbeitet wird. Das ist super. Messi ist auch schon 62. Oh je. Wie die Zeit rennt. 62 Jahre, da fängt das Lied. Was? Ah, nee. Moment, das Lied ging anders. Nicht in dieser Tonlage und auch nicht mit diesem Text. Also schon mit Jahren, aber nicht in dieser Form.
Was? Nö. So. Ein Arbeiter haben wir noch übrig. Ach ja, das war ja das, wo wir rumgerätselt haben, wie wir was machen. Noch ein paar Schüler geworden, das finde ich sehr schön. Laschat ist jetzt, ja, der ist die ganze Zeit Arbeiter. Mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile sind sie alle Fischer geworden. Rein nach der Tradition vom Ur-Ur-Großvater, also von der 5 Generation vorher, vom Elber. Der war nämlich auch Fischer. Und hier ist es jetzt von diesem Fischereibetrieb, sind sie zu diesem gewechselt. Ist jetzt ein Familienbetrieb, der hier läuft. Und auch gar nicht mal so schlecht. Wie sieht es denn eigentlich aus, inventartechnisch? Haben sie cool Zeug dabei? Es läuft, es läuft. So, und wie es weiterläuft, das sagt euch jetzt das Moi im Endscreen. So, und das Moi im Endscreen sagt euch, es läuft super. Wir haben wieder die Bevölkerung auf ein stabiles Maß gekriegt. Das war eine ganz große Sorge noch vor ein paar Folgen. Mittlerweile echt super klappt. Wir sind auf 55 Leute hoch. Viele davon noch Kinder und Schüler. Aber auch das wird sich im Laufe der Zeit ändern. Ja, wir können wieder Familiengeschichten beobachten. Das habe ich so ein bisschen in den letzten Folgen selber vermisst. Und ja, wahrscheinlich wird dann der gute Maurel, der mir irgendwie bekannt vorkommt, der Name. Ich glaube, Maurel war doch früher auch ein Arbeitskollege von Elber. Der hieß doch auch ganz am Anfang, hieß, glaube ich, einer Maurel. Ja, wer weiß, welcher Zufall da mitspielt oder vielleicht auch nicht. Ja, wir werden es rausfinden in der nächsten Folge von Banished. Bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sage, haut's rein und ciao, ciao.